unserem Gefolge mach ich einen smoothen Song. Ich rupf dein Huhn und groove davon. Ich geb dir Pfeffer auf den Loop und du suchst Zuflucht im Qigong. Ich geb dir dreckigen Rap, bisschen Plato, bisschen Kulmer, bisschen Curse ist das beste Rezept. Darauf flächendeckend setze mit Pep, der Sire fletscht schon die Zähne und putzt das Besteck. Das ist ein 20-Gänge-Menü, der Flow ist funk, frisch und funky, mit echtem Gefühl, mit einer Prise Verstand. Denn dein brühwarmes intellektuellen Gesülz ist einfach ätzender Müll. So kommen wir zum 13. Gang, dazu einfach ein bisschen Wein, Vibe und Gesang. Mamas Seele, Papas Zähne, meine Balance. Bisschen Glück, bisschen Pech und dein Mic in der Hand. Bisschen Risiko, Plastikschwerter spielen im Hof. Erwachen der Libido, statt Video dann Kino TO. Bisschen Pinselfuchs, bisschen Maximilian Ruf. Das ist mein Rezept für guten Rap aus Berlin Pankow. Aber hier ein bisschen was von den. Gib mir mal ein bisschen noch was von den Miles Davis. Hier. Und ich brauch auch. Ein bisschen hier von Dings. Ja, vor allen Dingen brauche ich eine heiße Tasse von Mamas Cappuccino. Ziemlich viele Bücher, ca. 150 Kilo. Yeah. Gefiltert durch meinen Kopf und ein paar Graffiti-Videos. Und Blockbuster-Streifen in Multiplex-Kinos. Eine zarte Jazzplatte auf Ions Festplatte. Der gewagte Sprung über die eigene Messlatte. Um Mitternacht noch eine Tiefkühlpizza im Ofen. Ein kaltes Bier dazu, weg den Strophenphilosophen. Regen im Gesicht oder Sonne auf der Haut. Am Wochenende aufwachen neben meiner Frau. 10 Jahre alte Rap-Alben noch genauso feiern, als wären sie brandneu und die Tapes würden nicht leiern. Freunde, Verwandte und ein bisschen Straßenstaub. Das Gefühl, irgendjemand wartet drauf. Bestimmt. Die Fahrten mit der Bahn, das Warten auf den Plan. Der Start in den Tag mit einer roten Boulevard. Durch die Stadt streifen, wenn die Straßen fast frei sind. Die Lichter hell und die Gesichter blass bleiben. Aufgeschnappte Worte oder geflüsterte Sätze. Aus diesen Zutaten mach ich meine Texte. Ja, sind mit all deinen Freunden da draußen oder was, dass du hier die Reime so dick schneidest? Yeah. Hey, aber ich dachte einfach, so für den Style einfach auch so, weißt du, das einfach so ein Tanzspür. Hey, gib mal jetzt einen Teller rüber und dann. Dann können wir halt eigentlich auch rausbringen. Drückst du die Klingel oder was? Nö, mach ich gleich. Aber Hauptsache, das schmeckt den auch. Schmeckt, bestimmt. Ich bin sicher.